Hey ho, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir sehen hier Jackie Chan mit seiner Freundin Pei-Pei. Warum nicht? Und ein böser Zauberer, Kung-Fu-Fighter, Meister hat Jackie mit dem Blitz getroffen. Deswegen weint Pei-Pei. Und er nimmt sie mit. Natürlich. Okay, Jackie, was machen wir da wohl? Ja, nicht das hier. Auf jeden Fall heißt das Spiel Jackie Chans Action Kung-Fu. Ist für den Nintendo Entertainment System. Mal schauen, was mich erwarten wird. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren gespielt. Und ich glaube, ich habe es auch noch nie durchgespielt. Mal sehen, ob ich diesmal schaffen werde. Ich pushe Start und gucken wir uns das Spiel mal an. Ja, wir meditieren vor einem Wasserfall. Das ist immer gut. Mache ich auch. So, Jackie ist aufgestanden, macht einen Roundhouse-Kick. Oh, und da ist Sensei. Hallo? Okay, ja, dann bereiten wir uns mal aufs Abenteuer vor, ne? Okay, schauen wir uns das an. Okay, das ist also die Karte. Okay, ein paar Stationen gibt es wohl. Na gut, das sind wir. Wir können springen, wir können schlagen. Okay, und gut. Ey, ho, ey, ho. Hua, hua, hua. Gut. Ein Frosch. Fuhr. Ey, fuhr. Okay, was ist das? Eine Attacke. Okay, scheinbar hat er mir eine Attacke gegeben. Hallo, du da. Bist weg. Oh Gott, Vögel, nein. Keine fliegenden Gegner, bitte nicht. Ich hasse fliegende Gegner. Die habe ich schon immer gehasst. Wenn in diesem Spiel auch noch Fledermäuse auftauchen, dann kriege ich einen Schreikrampf. Ah, ich hasse fliegende Gegner. Genau deswegen, weil die unkontrolliert sind. Die haben kein richtiges Bewegungsmuster, die fliegen, wie sie Bock haben. Ich habe es in jedem Spiel bisher gehabt, wenn da ein fliegender Gegner war. Ich habe damit echt Probleme. Oh, wenn ich länger stehen bleibe, dann rutsche ich runter hier bei dem Wasserfall. Nicht gut. Okay, da kann ich drauf. Also ich denke mal, da runter könnte ich auch, weil er ein Gegner war. Wosch, was gibst du mir jetzt? Eine Reisschüssel. Okay, gibt mir wieder voll Energie. Klöckchen. Ach genau, es gab diese Bonuswelten. Ja, wenn ich mich gut anstelle, bekomme ich ein paar extra Continues. Die werde ich wahrscheinlich auch gut brauchen in diesem Spiel. Wenn ich mich daran noch richtig erinnere. Okay, ich muss also von Wolke zu Wolke springen. Am besten keine auslassen. Denn je mehr Wolken ich berühre, desto mehr Punkte bekomme ich am Ende auch. Und das wäre doch ganz gut, wenn ich auch viele Punkte bekomme. So, so, hey, hey. Okay. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Noch keine Wolke ausgelassen. So soll das dann auch sein. Ja, ich habe alle Wolken gekriegt. Wunderbar. 38 waren das. Okay. Oh, Riesenfeuerwerk dazu. Wahrscheinlich, weil ich alle Wolken bekommen habe. Gibt jetzt ordentlich Punkte dafür. Ja, und? Ja. Zwei extra Continues. Okay. Ich mag die Musik. Sie ist toll. So. Was erwartet mich denn jetzt hier? Ein Frosch. Hallo, Mr. Quark. Okay, jetzt habe ich eine andere Attacke da unten bekommen. Wow, Tiger. Geh weg. Oh, drei Schläge und tot. Na gut. Ich hatte irgendwie mehr Bedenken bei so einem Tiger, weil er so groß war. Dass er mir Angst macht, ja. Das auf jeden Fall. Aber ich dachte eigentlich, er wäre stärker. Hab ich mich geirrt, was ja auch nicht schlimm ist dann. Okay, gehen wir mal hier rein. Okay, nächste Ebene. Scheinbar. Wow, 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 wow. So. Nicht mit mir. Fisch. Ich hasse Fische, besonders wenn die aus dem Boden kommen. Mr. Frosch, was gibst du mir? Keine Ahnung was. Nein, ich verliere gerade haufenweise Energie. Hallo? Ich bin gleich tot. Wahnsinn. Toll. Schon muss ich den ersten Continue verwenden. Im ersten Level. Klasse. So, ducken. Das weiß ich ja jetzt. So, Achtung, da kommt ein Fisch. Einfach drüber springen ist das Beste, was man machen kann. Ach so, jetzt gibt er mir Energie. Ja, Schlank. Ich habe keine Unverwundbarkeitszeit.
Wenn ich getroffen werde, werde ich direkt hintereinander permanent getroffen. Ja, na klar. Ist logisch. So, weg. Ich habe kaum noch Energie. Das ist nicht gut. Das macht jetzt schon keinen Spaß, denn. Okay, warum ruckelt das? Das macht auch keinen Spaß. Wow. Okay, ich muss hier... Ja, klar! Cool, im ersten Level schon 2 Leben verloren. Das ist ja schreit da richtig nach dem Spiel für mich. Wenn es so weitergeht, muss ich zu etwas greifen, was ich eigentlich nicht möchte. Wie soll man... Hallo! Gott, ist das dumm. Ja klar, und jetzt habe ich nämlich nichts. So. Ja, er gibt mir Energie, okay. Ja, warum auch nicht? Ich wollte eigentlich eine Attacke haben. Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Naja, muss ich auf den nächsten Frosch warten, wenn da überhaupt noch einer kommt. Was macht er? Er schießt mit Steinen, okay. Tot. Oh, die Bahn bewegt sich von alleine, Mäuse. Spring, Jackie, spring. Wir schaffen das schon irgendwie hier durch. Das hier sieht noch recht einfach aus. Frosch. Frosch. Ja, eine Attacke. Eine Attacke. So. Vorsichtig, vorsichtig. Wow, Mr. Roboto. Keine Ahnung. Eigener Name ins reingeschmissen. Wow, der Sprung war knapp. Ah, nein. Ich hasse das, wenn man so oft hintereinander getroffen wird. Fledermäuse natürlich. Meine Erzrivalen. Schneller, schneller, schneller. Hallo. Oh, wie unfair ist das denn teilweise, ne? Ich gehe hier unten lang. Okay, er wieder. Kein Problem, toll. Mein Frosch ist da oben. Komm ich nicht ran. Okay, schauen wir, geht's jetzt nach oben. Ja, dann hüpfen wir mal von Stufe zu Stufe hier. Flup, flup, flup und flup. Ja, das geht noch alles hier. Okay. Ja, viel Energie habe ich auch nicht mehr. Hallo, ich habe dich vorher erwischt gehabt. Ein Frosch, bitte gib mir Energie, bitte. Warum gibst du mir so eine Scheiße? Ich brauche Energie. Ah. Ich sehe es kommen, ich werde hier noch ein Continue gleich brauchen. Ja, ich werde jetzt kommt der Endgegner. Jupp. Eine Buddha-Statue. Na dann mal. Probieren können wir es ja. Mit einem Energie. Cool. Ich werde das Spiel nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Hey! Das ist so unfair. So, wieder Attacke. Ja, klar. So, Jackie, auf da. Gut. Oh. So. Mr. Buddha. Treffe ich ihn überhaupt? Ja, jetzt. Nicht getroffen. Ah, toll. Das war schon. Kann ich nur noch so angreifen. Ah, das war's. Okay. Ganz knapp noch irgendwie geschafft. Ah, das wird ja noch was in dem Spiel. Bahn Nummer 2. Die kann man auch noch schnell machen hier. Frosch gibt mir was. Okay, wieder eine Attacke. Okay, hier runter. Okay. Flügel. Klasse fliegende Gegner. Okay. Okay, ja, der interessiert mich gerade nicht. Der auch nicht.
Ah, er hat mich getroffen. Nein! Hallo! Wie oft muss ich den... Das Spiel bringt mich jetzt schon zur Weißglut. Ja, natürlich. Schönes Spiel, ne? Und nochmal. So, Attacke. Das wird sowas von nix mit dem Spiel, ich merke das schon. Ich habe schon fast alle meine Continues aufgebraucht und ich bin im zweiten Level erst von 5. Ist alles nur wegen Vögeln. Komm her. So. Deswegen muss ich auch einfach ein bisschen besser aufpassen. So, schieß. So. Moment, läuft gut. Schieß. Okay, runtergeschossen. Okay, okay. Ja, das bricht ja alles weg hier. Nicht schön, nicht schön. Ja, der Frosch interessiert mich nicht. Wirklich nicht. Nein. Na, das war klar. Oh, Klöckchen. Kann ich mir vielleicht wieder ein paar Continues farmen? Das wäre schön. Okay, ich soll Fische boxen. Dann mal los. Wo kommt der? Fischi. 1, 2, 3, 4. Gut. Flup. Ja. Das ist gut. Na. Ja. Ah, ne, komm ich nicht dran. Schade, ich habe einen Fisch leider schon übersehen. Beziehungsweise, ich hätte da nicht rankommen können, der war auf der ganz anderen Seite. Da. Nein. Ja, ah, Mist. Ein paar Fische übersehen. 24 habe ich erwischt. Ja. Ja, das wird wohl nicht mehr lang für 2 Leben. Aber immerhin 1. Toll. Ja. Bleib vorsichtig hier weiter. Da. Wow. Freundchen, nicht mit mir. Nicht mit mir. Das hat mir auch nicht alles gefallen hier. Oh, oh. Vorsichtig, vorsichtig. Was jetzt? Oh Gott, nein. Ja, die Lava kommt natürlich auch noch nach oben mit. Sehr toll, dass sie das tut. Das heißt, ich muss hier aufpassen, wo ich hinspringe. Weil ich mir ja nicht das Papierchen verbrennen möchte. Finde ich gut. Yep. So schnell hier rüber. Blub. Blub. Okay. Noch sieht's gut aus. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Darüber. Hier rüber. Darüber. Hier rüber. Okay, okay, okay. Noch alles gut. Alles prima. Wo muss ich hin? Dahin. Es wird schneller, ne? Ja. Eindeutig. Ja. Ja. Vorsichtig. Nein. So. So. Ah, geschafft. Wunderbar. Okay, von Feuer zu Eis. Ja. Ach komm. Ich weiß, dass man... Nein. So was machen kann. Und Kamehameha. Okay. Aber der hat mir auch 2 Energiebalken abgezogen. Ist nicht gut. Nein. Okay. Platforming. Fuck. Oh, das gibt's doch nicht. Denn es ist auch noch glatt hier, sodass man schön rutscht. Ja, Muschel, geh weg. Muschel, Muschel. Gut. Ja, auch eine Muschel. Komm. Frosch, gib mir Energie. Nein, das brauche ich doch nicht.
hätte Energie gebraucht, du blöder Frosch. Da. Hep. Ja, das krieg ich hin hier. Das kleine Plattforming hier. Wunderbar. Eine Maus. Noch eine Maus. Okay. Und noch eine? Ja. Steht vielleicht auch ein Frosch. Wow. Nee, bei dem lieber nicht ducken. Wow. Da noch einer. So, du bist weg. Ein Frosch. Komm, gib mir Energie. Gib mir Energie. Gib mir Energie. Warum nur sowas? Ja, natürlich. Trifft er mich? Ach, komm, ich bin doch gleich schon wieder tot. Ich sehe es doch. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Endgegner. Jep. Und ich habe nur ein Energie. Toll. Mal schön drauf. Ja, weil ich mich nicht bewegt habe, bin ich jetzt gestorben. Wunderbar. Meine Continues gehen immer weiter nach unten. Das ist supi. Maus. So, Maus. Okay, dann kommt jetzt wieder die Archers hier. Okay. Ich weiß keine. Ich habe keine Ahnung, wofür eigentlich die Kugeln da sind. Die ich einsammle. Teilweise. Okay, das hat funktioniert. Gut, mit voller Energie zum Endgegner. So. Ja, komm mal her. So, keine Ahnung, was du eigentlich darstellen sollst. Irgend so ein Buddha-Wächter oder sowas. Da. Sieht ja ganz gut aus. Öpp. Nein. Oh. Spring. So. Und weg. Puh. Hat er noch funktioniert? Okay, die nächste Stufe. Ja, aber nicht jetzt. Das mache ich dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.